Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine leckere Torte, bestehend aus einem saftigen Rührboden und das Rezept hierfür findet ihr bereits auf meinem YouTube-Kanal, das verlinke ich euch hier oben rechts und in der Infobox, einer Schokosahnecreme, Kirschen und Butterstreuseln obendrauf. Diese Kombination wird vor allem allen Schoko-Kirschfans unter euch eine Freude bereiten, wobei man die Kirschen natürlich auch weglassen kann und dann eine leckere Schokosahnetorte erhaltet. Aber Schoko und Kirsche gehören für mich genauso zusammen wie Vanille und Erdbeere. Die Zubereitung ist auch relativ unkompliziert. Legen wir also los mit den Zutaten. Meinen Tortenboden habe ich bereits vorgebacken und es handelt sich hierbei um einen Rührboden. Das Rezept findet ihr bereits auf meinem YouTube-Kanal und das verlinke ich euch hier oben rechts und in der Infobox. Wir starten mit den Streuseln und dafür braucht ihr nur drei Zutaten und zwar Mehl, Zucker und kalte Butter. Gebt alle Zutaten in eine Rührschüssel und achtet dabei auch darauf, dass die Butter richtig schön kalt ist. Dann verknetet ihr alles so lange miteinander, bis ihr flockige Streuseln erhaltet. Eure Streuseln verteilt ihr jetzt auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und die kommen für ca. 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze. So sehen dann die fertigen Streusel aus und die duften schon mal wunderbar. Die packt ihr jetzt in eine Schüssel und legt sie erstmal zur Seite. Jetzt bereiten wir die Schokosahne vor und dafür braucht ihr natürlich Sahne, Frischkäse, Backkakao, Zucker und Sanapart. Gebt einfach alle Zutaten in eine große Rührschüssel und achtet dabei darauf, dass die Sahne richtig schön kalt ist. Ich gebe meine sogar immer eine halbe Stunde vor Gebrauch ins Gefrierfach zusammen mit den Mixeraufsätzen. Also je kälter, desto besser. Dann verrührt ihr alles so lange miteinander, bis ihr eine richtig schöne feste Creme erhaltet. Wenn ihr alles lang genug miteinander verrührt habt, erhaltet ihr diese leckere schokoladige Creme und die sollte auch wirklich streichfest sein. Also wenn sie noch zu flüssig sein sollte, so lange weiter mixen, bis sie schön fest wird. Jetzt geht's ans Schichten und dafür nehmt ihr euch den Tortenboden und packt ihn auf eine Servier- oder Tortenplatte und umschließt ihn mit einem Tortenring. Jetzt kommt die gesamte Schokocreme über den Boden und die wird dann schön glatt gestrichen. Ich habe jetzt noch ein Glas Sauerkirschen abtropfen lassen und verteile sie jetzt über die Schokocreme. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das natürlich auch weglassen, aber ich liebe die Kombination zwischen Kirsche und Schoko. Hier könnt ihr natürlich auch jedes andere Obst wählen oder wie gesagt auch weglassen. Bevor jetzt die Streuseln drankommen, habe ich noch ganz viel Schokotröpfchen darüber verteilt. Das sind jetzt Vollmilchschokotröpfchen. Ihr könnt natürlich aber auch welche aus weißer Schokolade oder Zartbitterschokolade verwenden. Zu guter Letzt kommen jetzt noch die leckeren Butterstreusel mit darauf. Theoretisch könnt ihr die an der Stelle auch weglassen, dann habt ihr eine leckere Schokokirschtorte. Aber kennt ihr diese Leute, die als allererstes die Streusel auf Kuchen oder Plundern wegessen? Genauso jemand bin ich, also ich liebe Streusel, ich könnte eine ganze Schüssel davon essen. Deswegen kommen die bei mir definitiv mit darauf. So sieht dann der fertige Kuchen aus und ich habe versucht, die Ränder jetzt nicht zu voll mit Streuseln zu machen, denn wenn wir den Tortenring später entfernen, werden ein paar rausfallen, aber trotzdem sind sie bis an die Ränder gerutscht. Die Torte muss jetzt für mindestens 5 Stunden kühlen, am besten über Nacht, damit die Sahnecreme schön fest werden kann. Meine Torte war über Nacht im Kühlschrank und ist jetzt richtig schön fest geworden. Die muss ich jetzt natürlich vom Tortenring entfernen und dafür nehme ich mir ein Messer und gehe mit der Rückseite einmal vorsichtig an den Rändern herum. Zieht jetzt vorsichtig den Tortenring nach oben und wie schon vorausgesagt, sind ein paar Streusel runtergefallen. Ich habe sie jetzt einfach aufgesammelt und vernascht. Ihr könnt sie aber natürlich auch wieder auf die Torte packen.
So sieht dann unsere leckere Torte aus und ich finde, die ist richtig toll geworden. Der Boden ist richtig schön saftig und das gehört definitiv zu meinen Lieblingsrezepten, wenn es um Torten und Kuchen geht. Also schaut doch gerne mal bei diesem Rezeptvideo vorbei, das verlinke ich euch wie gesagt unten in der Infobox. Dann zusammen mit der Schokocreme, den Kirschen und den Streuseln obendrauf ist diese tolle Kombination entstanden und alle Schoko-Kirsch-Fans werden sich an dieser Torte nicht satt essen können. Ich muss an der Stelle aber gestehen, dass die Idee hinter dieser Torte eine andere war. Dann ist in der Küche aber so einiges schief gelaufen und ich habe mir in letzter Sekunde was anderes einfallen lassen. Ja, manchmal passieren solche Dinge, aber das ist auch gar nicht schlimm, denn dadurch kann auch etwas ganz anderes und total Leckeres entstehen, so wie diese Torte hier. Probiert sie also gerne mal aus und schreibt mir dann, wie sie euch geschmeckt hat. Mich würde auch total interessieren, ob euch mal ein kleineres oder größeres Missgeschick beim Backen passiert ist. Teilt mir das auch gerne mit, dann können wir uns in den Kommentaren darüber austauschen. So, das war's dann aber mit dem heutigen Rezept. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ihr diese Torte mal ausprobiert. An der Stelle bedanke ich mich bei euch dann auch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns dann auch bei meinem nächsten Video sehen. Bis bald!